Weiter geht's. Fünf Runde WM in den USA. Und ich habe mir heute vorgenommen, Jake und Joker sind dabei. Der Joker kriegt jetzt heute mal auf die Fresse, habe ich mir vorgenommen. Ja, tu das. Tu dir keinen Zwang an. Ja, wir sind auch dabei, aber interessiert eh niemanden. Ja, Valvo, unser ORF-Experte, hätte ich fast vergessen, Entschuldigung. Aber ja, hier stand Valvo. In der letzten Folge. Da war noch was. Aber was? Scheiß Demenz. Ja, USA, das ist eigentlich auch gute Strecke, USA. Heimat großartiger Dinge wie Donald Trump. Hillary tot, Clinton. Die lebt doch noch. Ach, das kannst du nicht Leben nennen. Weißt du nicht, wie die damals umgekippt ist? Das ist ein halber Roboter. Ja, das ist die. Alkoholikerin. Und Barack nicht zu vergessen, unser ja, toller Barack. Obama, ja, natürlich, Mr. Kriegstreiber. Er wäre bestimmt ein guter Fußballtrainer, Barack Obama. Ganz super. Auch hier kann man schön die SS fahren mit dem McLaren, also besser wie mit den aktuellen Formel 1 Autos. Begeistert. Ich habe einen Gang zu weit runter, dann war ich in neutral und habe mich weggedreht. Hier passt es aber mit dem Sprit, oder? Kann ich dir nicht sagen. Also in Japan war das sehr kurios am Ende mit dem Sprit. Da habe ich einen Punkt verloren dadurch. Du musst da halt gucken auf deine Anzeige. Du musst da halt Benzin gemisch anzeigen, was so eine Reihe. Habe ich nicht sowas. Können ja, wir uns kann nicht leisten. Können wir uns nicht leisten, so eine Anzeige ist zu teuer. Haben ja, wir nicht. Ja, 98 Weltmeister geworden seid, könnt ihr euch aber überhaupt nichts leisten, ne? Aber Hauptsache ihr habt Jeff. Jeff ist ein Wichser. Er verdient voll das Monstergehalt. Für nichts. Das ist ein Idiot, Jeff. So wie Sadiamitsch bei Bayern. So wie Hoeneß bei der Bayern. Der Chef, da hat doch nichts zu sagen. Die Pimmel. Absolut überlegt euch, ob ich weiß noch, auf neben Hoeneß photoshoppen soll. Nee. Also das Selfie aus dem Bayern-Fanshop. Aber Valvo, das war echt, also man hätte es glauben können, dass ich da stand. Joker war echt der Beste. Das ist nicht echt. Aber das mit Lewandowski ging wirklich zu weit. Oh, P3, stark. Also das mir und dann auch noch so ein bin Bild ich vom noch Siebter geworden mit der Runde und dann noch ein und dann noch so ein Lewandowski Bild Valvo, also echt. Entschuldigung. Also, boah, die KI ist ja mal wieder richtig stark. Grüße aus dem Bayern Fanshop. Das habe ich gar nicht geachtet mit der Beleuchtung, da wärst du, wie sie es gesagt haben, so ja, stimmt, sieht ganz gut aus. Am besten war ja noch, Valvo, dein WhatsApp-Kommentar. Auf vielfachen Wunsch. Die Grüße aus dem Bayern. Erst Jakes Text nochmal dazu verlinkt. Grüße, Valvo, auf vielfachen Wunsch. Dann hat Jake noch irgendwas von Lewandowski geschrieben. Dachte ich, na gut, packen wir den halt auch noch rein. Und das mit der Allianz Arena. Das, ja. Lewandowski, die blondierte Hackfresse. Steht dem auch nicht die Frisur, finde ich. Sieht aus wie ein überfahrener Pudel. Aber dem Villeneuve stand die blonde Frisur auch nicht. Oh Gott, das sah auch so schwul aus. Und der Hamilton hatte doch auch mal so eine blonde Frisur, das sah doch auch scheiße aus. Das schaut immer scheiße aus. Oh, darf ja, Jake jetzt mitfahren? United States! Und der will sich auch mal gleich blocken. Wie beim Block. Oh Gott, da zieht schon immer durch. Wie beim Block. Und jetzt. Jetzt. Oh, da hat der Joker fast den Crash gesehen. Aber. Da kommt der Jake. Ich kann gar nicht sehen. Mein Fahrer nimmt die Augen zu. Aber der Jake, der fällt zurück. Was war da los? Angeblich, der war es unerlaubt.
Okay, sah ich aber nicht so. Du bist eigentlich sauber an mir vorbeigefahren. Sah ich aber nicht so. Wie im Tennis beim Linienrichter so, nein, nein, nein. Ja, da ist es ja auch immer beschiss. Jetzt gucken sie doch nochmal hin. Bei AO-Tennis, da ist es ja immer beschiss, dass der Ball ins Out geht. Das ist ja immer beschiss bei AO-Tennis. War auch geil, oder? Junge, die Tommy Muster. Reportage. Ich hatte aber schon mal geguckt, der Achso. Ein Kegel, Tommy Muster. Ja, ist da eigentlich. Die Wuchtbrumme. Ja, aber bestimmte Geier. Der Tommy Muster. Wie der Hermann Mayer. Der Hermann Mayer hätte auch dicke Eier. Haben auch Hermann Mayer Ski Racing noch als Computerspiel von 2005. Ich glaube, das habe ich mal gezeigt, oder? Glaube ich mal. Weiß ich jetzt nicht. Also mal in der Skype-Konf, wo man Kamera anhat, habe ich glaube ich mal in Cam gezeigt. Das Hermann Mayer Ski Racing Ding. Hermann Mayers kräftige Eier. Ich glaube, das gab es von 2006 dann auch noch mal eine Edition. Und dann gab es das Hermann Mayer Ski Racing Ding. Das Spiel. Echt ein Glocken. Featuring Thomas Muster. Jetzt wird gestöhnt. Wo die nicht wusste, was das ist. Ich liege da im schmutzigen Vorderbild. Kennt er Michi auch noch, oder? Thomas Muster. Ja, den kenne ich natürlich auch noch. Es war ja 90er rum noch. Zeit von Boris Becker und Stich, oder? Mit denen hat er doch zusammen... Hat er auch mal gegen die gespielt, Joker? Gegen Stich und Becker? Er hat auf jeden Fall gegen Becker in Monte Carlo 95 Finale gewonnen. Finale gewonnen. Becker kurz war davor mal sein ersten Sandplatz-Turnier zu gewinnen. Ah, okay. Und Stich da hat er, glaube ich, auch... hat auch jetzt 95 bei den French Open. Ich glaube jetzt nicht mehr. Mochtet ihr Becker? Ja. Ich war immer so ein bisschen mehr Stich. Ja, das hast du mal gesagt. Doch, ich hatte nichts gegen Becker. Nee, als Spieler war es eigentlich auch. Also, aber halt jetzt so als. Jetzt als Privatmensch ist der Paar. Jetzt rappt er auch, habe ich gesehen. Jetzt haben sie so einen Zusammenschnitt mit irgendwelchen Rap unterlegt. Warum ist der nicht im Dschungelcamp eigentlich? Also der Boris Becker ist nur noch der peinlich. Das, was man von Boris Becker liest, ist nur noch peinlich, finde ich. Für so einen Mann. Den Erfolge. Wenn ich Steffi Graf dann sehe, die dann sich total zurückgenommen hat und auch gar nicht mehr so tennismäßig irgendwie, also höchstens dann halt der mit MW da mal irgendwie Schaukämpfe noch veranstaltet, aber ansonsten will die auch nicht mehr so großartig da irgendwie mit Tennis auch darüber reden. Also ich finde, dass wie der Becker sich gibt, ist einfach peinlich. Und da, ich wusste jetzt eher, ich hatte ja nochmal jetzt auch wieder nachgeguckt, dass Muster ja 44 Titel insgesamt auf der ATP Tour gewonnen hat von 86. Oh, da hat's geknallt! Der gewinnt keine Titel mehr. Da wächst kein Gras mehr. Oh je. Ich komme nicht um die Kurve und ich bin 9. Da habe ich den Williams mal richtig abgeschossen vom Forrest. Scheiße. Und es gab 2 Sekunden Zeitstrafe und es wird auch keine Platzierung mehr weit nach vorne gehen. Wo seid ihr anderen? 1 und 2. Ich war auch mal zeitlang auf 4 und 5 gewesen, aber das war jetzt wieder. Du warst auf 4 und 5 gleichzeitig. Ja, Michi, der teilt sich doch gerne. Geteilt durch. Michael geteilt durch Michael. Ergibt Tien geteilt durch Michael. Stimmt, das sah echt aus wie Tien und Nubien, so eine Mischung. Welches bei dem Arschlecke 350 bei ja, dem. Genau. Bei dem Hellos. Na, es sah wirklich aus wie Novin, das stimmt. Kenny so, Tieninen. Mit Novin als Model. Das war auch gut vom Tien, mit Novin als Model.
Und Jake meinte mit also Novi Trans oder so irgendwas. Ganz wie ein Gott. Transylvanien. Ganz wie. I'm just a sweet Transvestite. Oh, kacke. Das war ein bisschen heftiger geschmettert. Das können wir, das lieben wir an dir. Jetzt heißt es wieder Gummiband. Ich ramm jetzt einmal vorne rein. Hüpfen die immer vorne rein. Scheiße. Ah, das Überholmanöver da hat nicht geklappt. Es geht rein. Die schwulen Gummibären so einer nach dem anderen. Ah, ich auch nochmal. Ah, doing, 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 doing. Vielleicht so nach die Schlümpfe. Die Bären sind schon Schlümpfe. Ich knall Schlümpfe. Das war doch letztens bei irgendeiner Folge, oder? Mit Gargamel. Ich knall Schlumpfine. Oh, Mann, das Jucke. So, ja. Was war irgendeiner GTA? Bei Trackmania war das, wo sie Kenny mal die Schlumpfkassette geklaut habe im Kindergarten. Da war auch der Türenmann kurz danach. Ah, herrlich, diese Folgen. Da krieg ich immer feuchte auf. Und einen feuchten Arsch. Das ist schlecht, ein feuchter Arsch. Da läuft was schief. Ach, bei da mir läuft vor allen Dingen was schief. Gott, oh, fick dich. Zeitstrafe wegen mehreren Verwarnungen. Fick dich ins Knie. Blödes Spiel. Verwarnungsjahr, mein Kopf wird gewürzt. Da stinkt es wie Charlie. Der ist ja schon. Aber hier vorne ist ja ein Best Friend von mir, Lukas Roth. Na, da ist noch eine Rechnung offen, ne? Ich bin schon aus Lukas B und Claudia Roth. Das ist Lukas Roth. Die letzte Runde des Rennens, Lukas Roth. Das wird gleich dein Tod, du Arschloch. Tschüss! Weg mit dir! Ah! Arschloch! Und jetzt noch der Stinkefinger hinterher! Jawohl! Mich siehst du immer, du Wichser! Abgeschossen! So, das war die Rache für Monza. Damit hätten wir das auch erledigt. Die Rache von Montezuma. Montezuma. Ich werde am Ende eh nur Achter. Ah. Ah. Ach da, ich habe für den, dass ich den Lukas Roth jetzt da voll abgeschossen habe mit Absicht, dafür habe ich keine Zeitstrafe gekriegt. Gut zu wissen. Also wenn man einen mit Absicht runterschießt, dann bestraft einen das Spiel nicht. Gut zu wissen. Was, nach was das misst hier? Nächstes Rennen, baff, bang, bumm. Das mache ich gleich mit dem da hinter mir auch. Der bedrängt mich. Der genau. Murray. Hey, Andy Murray, ich dachte, du wolltest deine Karriere beenden. Und das ist doch Bill Murray. Also Punkte wären es noch. Wahrscheinlich ein 9. Platz oder so. Oder ein 10. wird es noch. Aber ich habe mich jetzt endlich bei dem Lukas Roth gerecht noch für Monza. Das ist super. Dann war das auch erledigt in der Saison. Ja, Michi, da den so eine Checkliste. Den habe ich also auch noch kastriert. Nächste Mal wieder. Wen vergaß ich als nächstes? Nee, das ist meine Liste, Jake. Das ist deine Liste. Das wird am Ende wahrscheinlich nur der 10. Platz werden. Jetzt geht mein Auto wieder aus. Ich glaub's nicht. Es wird der 10. Platz. Jeff nicht so verarschen sollen. Ne? Der fummelt immer an der Elektronik von der Box rum. So, kennen wir ein bisschen so weniger. Stoff ihm noch geben. Zip. Zip. Ja, dafür war's. Hat's nicht gereicht. Dann sitzt er so da. Reibt sich so die Hände. Ich fahre die nächsten Rennen jetzt nur noch auf Magergemisch. Dann kann das Benzin immer ausgehen.
Warum es die ersten Rennen noch so funktioniert hat, weiß ich nicht. Jetzt funktioniert es halt nicht mehr. Aber gut, Punkt um Punkt hilft natürlich nicht weiter. Muss man natürlich jetzt mal was bauen. Oh, jetzt kommt Mexiko. Ah, super. Ah, toll. Und dann kommt noch Abu Dhabi, die Scheiße. Naja, das kann ja noch interessant wäre die letzten drei Rennen. Ich sag schon mal danke fürs Zuschauen. Und jetzt gehe ich erstmal in die Box. Und jetzt kriegt der Chef erst einmal den Controller ins Maul. Und dann, was aus dem Auto schon wieder manipuliert hat, stecke ich ihm Red Bull ins Maul rein, dass er endlich Ruhe gibt. Die Dose. Ab in den Arsch. Und dann bis zum nächsten Mal aus Mexiko. Tschüss. Dose im Po, Mexiko. Jake ist gar nicht mehr da, oder wie? Ich weiß was. Ah ja, okay, jetzt ist er wieder da.